Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier von Minecraft Obscurity mit Rothermoon, der mich schon haut und Link. Ich wollte winken. Hallo. Du wolltest winken? Ja. Ja. So. Glaubst du ja auch, dass du winken wolltest? Ja, ich wollte winken hiermit. Durcheinander. Ich glaube, ich bin letzte Folge schon wieder gestorben. Kann das sein? Hier ist also, du bist schon öfters jetzt und, ne? Und so. Ja, ich kann's halt. Also, das Feld ist oben. Dein Ding ist voll. Du musst halt eine Verbindung ins ME jetzt schaffen. That's what he said. Fängt schon mal gut an. So. Also, ich schaue jetzt nochmal in mein Buch, weil mir hat jemand einen Kommentar geschreibselt. Minecraft Tower Defense ist ja so perfekt auf mich zugeschnitten, das Ganze. Okay, die Eisenhacke ist jetzt schon rum. Aversion. Genau, dafür brauche ich den Tormented Enderman Head. Ja, das ist richtig, aber um einen Tormented Enderman Head herzustellen, brauche ich erstmal überhaupt einen normalen, diesen komischen Dingsbums der Enderman Head. Und so einen habe ich noch nicht. Deswegen vielen lieben Dank für den Kommentar und für den Tipp. Aber ich habe nur diese Enderman Heads, nicht den anderen. Das ist mein Problem. Entschuldigung, ich habe Web-WhatsApp nicht stumm geschaltet. Haben wir nicht gehört. Und meine Zuschauer. Ja, da können wir ja nichts zu. Wie schließe ich das denn aus? Was brauche ich denn für Leitungen? Wie heißen die denn? Scheiße. Item Conduit. Es sind genug MME. Ah, danke. Ui. Muss ja irgendwie Filter setzen und sowas? Das ist doch immer irgendwie so ein Scheiß. Mm-mm. Wow. Ja doch, ich will ja was oben in meine Anlage und die Rest nur ins ME-System. Ach so. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich haben. Du brauchst keinen Filter. Ich brauch keinen Filter, gut. Er legt die Seeds direkt, meine ich, erstmal wieder in sein Inventar, bevor die anderen Felder mit Seeds befüllt. Ja, klar. Hä? Ja, aber ich will ja die Seeds hinter hier reinmachen. Hier unten in den. Ich will ja direkt Saft draus machen. Achso, du willst sie gar nicht erst ins ME. Ja, was soll die denn da? Warte! Ja! Ich hab deine wahre Identität gefunden. Batman? Da. Meinst du, ich bin echt so hässlich? Nee. Vergleich mal. Nee, du bist hübscher. Oh, danke. No. Oh. Was fummelst du da hier rum? Soll ich nochmal nach einem Enderman gucken? Ja, dann brauchst du einen Itemfilter. Oder soll ich's lassen? Kannst du das Schwert, glaube ich, auch upgraden irgendwie. Müsste draufstehen, wenn du mit Shift drüber gehst. Haben wir ein Item? Wenn du die Enderman-Kaffee kriegst. Ich guck mal. Basic-Item-Filter reicht doch, oder? Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ist so ein Papier mit einem Trichter? Ja. Dynamischer Kristall. Ist so ein Ender-IO, wie soll der richtige sein? Mit einem dynamischen Kristall könnte ich das Ding. Du hast gesagt, man kann die aneinander legen. Entschuldigung, ich musste einmal. Jetzt kannst du sie auf einen Block legen. Okay. Dynamischer Kristall. Ah ja, aus dynamischen Nuggets. Ja, ich kann das mal versuchen. Da steht dann irgendwas da. Da tut sich was, ja. Aber wir haben nicht genügend von dem dynamischen Nuggets. Und da steht ja, da, dann kommt raus plus 10 LVS. Was ist Moment. LVS? Plus 10, also 10 Level. Das brauchst du im Amboss, brauchst du da noch 10 Level für. Ach so. Ja, eine dynamische Legierung haben wir. Aus denen kann man dynamische Nuggets machen. Ah ja. Ja, ich kann das schon mal machen. Das ist kein Ding. Ich war am überlegen, wie ich die Dinger hier unten zum Autocraften bringe. Wie stelle ich denn diese Conduits jetzt um? Wie? Hier In-Out und sowas? Ja. Einfach, also erstmal musst du den hier oben umstellen, weil der ist, glaube ich, auf... Ah, ne, der ist auf Extract. Aber ich mache nur auf Redstone. Always active, du machst einfach auf dieses Viereck, was an der Maschine dran ist, rechtsklick. Ein Amboss haben wir keinen, ne? Und nee, musst du einen craften, wir haben 4000. Dann muss ich das auf Insert klicken, ja? Auf Insert und dann legst du da deinen Filter rein. Ja, muss ja irgendwie noch ein Item rein tun, den Filter eigentlich erst? Das kommt jetzt, wenn du den reinlegst. Okay. Kannst du da deine Items reinlegen und White oder Blacklist wählen. Ah, dann muss ich mir also erstmal so einen Samen nehmen, die sind ja hier. Zum Beispiel, dann kann ich sagen, hier.
Samen und lass dann dein auf Whitelist stehen, ne? Jupp. Das heißt, es fließen alle Samen hier rein. Ja, und die Conduits sind auch so intelligent, die sagen, hier ist ein Filter, der ist nah dran, da tue ich zuerst die Samen rein, bevor ich sie dann runterschicke. Ja, da muss ich die Leitung sowieso noch hinlegen, okay. Ja, du musst die jetzt noch runterlegen. Mal schauen, wie viele Channel habe ich hier. 1, 2, 3, 4, 5 Channel. 5? 6. Reicht noch. Wow. Input-Kiste. Wohin soll ich das jetzt? Von unten am besten, ne? Damit es ordentlich aussieht, oder? Kann das Ding noch weiter aufwerten? Hallo? Von unten, oder? Ich bin gerade überlegen, wie wir... Ja, muss mir sagen, wo du sich hinlegen soll. Cool, man kann das noch weiter aufwerten. Jetzt steht da... Ja, legst du mal nach unten. Und dann... Und die kommen dann... Endermen und, können sich nach einem Treffer nicht mehr teleportieren. Plus 1 Schaden, wenn aktiviert. Das Ding hat sich jetzt ans Ladegerät angeschlossen, aber ist nicht schlimm, ne? Was, hast du ans Ladegerät angeschlossen? Die Leitungen, ja, schließen sich gerade überall an, aber... Nee, mach's auf, einfach drauf rechtsklicken und dann auf Disable statt auf Insert oder so. Auf Extrahieren stehen, das ist deaktiviert, okay. Link? Ja? Bei dem Schwert steht da... plus 1 Schaden, wenn aktiviert. Was meinen die denn mit aktiviert? Wenn Strom drin ist. Kann er Strom reinpacken? Ja, sonst funktioniert. Okay, erzähl mir mehr davon. Ich habe da jetzt eine Kiste hingehängt, aus der Kiste wird jetzt alles ins ME gepumpt. Muss ich noch den oben Pipe hier auf Dirt. So. Fantastisch. Was muss man aktivieren, hast du gesagt, Julia? Per Schwert kann man irgendwie aktivieren. Ja, hier, Strom. Bitte? Was? Mit wem? Mit wem? Hier? Die obere. Da packe ich das jetzt rein. Ich habe Brot gebacken. Ach, und jetzt wird's mit Strom befüllt? Genau. Boah, das ist ja geil. Da mache ich plus 1 Schaden. Cool. Jetzt packe ich nämlich noch Basiskondensator drauf und ein Ender-Crystal und dann passiert irgendwie nochmal was. Ja, die Chance erhöht sich halt immer, dass du die Köpfe kriegst. Ach ja, aber Ender-Crystal ist so eine Geschichte, weil dafür bräuchte ich schon wieder so eine Viole mit einem Enderman. Das ist Quatsch. Dann mache ich zumindest den einen Basiskondensator noch drauf. Wo ich gerade Viole mit einem Enderman höre, was macht unsere Squid-Viole? Wollten wir nicht mal so einen Autospawner bauen? Ja, wollten wir mal. Ach ja, apropos Squid, zu tief, zu hoch, muss tiefer. Laut einem Kommentar. Noch tiefer ins Becken, oder was? Ja. Also generell das Ganze als solches, nicht das Wasser in der Tiefe. Warte mal, ich hab mal ganz kurz schwarzes Bild, meine lieben Zuschauer. Wir sind zu weit oben von der Y-Höhe. Genau. Ach so. Okay, das war mir nicht bewusst, dass die erst auf einer bestimmten Höhe spawnen können. Ich schaue jetzt gerade. Gott, wie automatisiere ich diese Dinger? Hier, zu eurer Squid Farm. Die ist einfach nicht auf der richtigen Ebene. Squids spawnen nur auf Ebene 62 herunter bis 46. Euer Becken geht aber nur bis circa Ebene 72. Daher wird da nie ein Squid spawnen. Von Clash. Dankeschön, okay. Clash. Dankeschön. Das heißt, wir müssen sehr viel tiefer damit. Ja. Yep. Okay. Ich meine, wir wollen ja eh einen Autospawner bauen, aber wir können das natürlich auch nochmal bei dem Weg versuchen. Jetzt ist der Strom wieder weg, weil ich es umgecraftet habe, mein Schwert. Oh. Das war traurig. Ich werd das Ding jetzt bis zur Vergasung auf. Würde ich auch, damit es endlich mal fertig wird, also damit man endlich mal einen Enderman in den Kopf kriegt. Yep. Oh, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich wollte nach unten. Was stand ich hier? Tiefer geht's noch nicht, ne? Gut. Boah, ich weiß nicht, was ich ging. Das ist nicht bis gut. Bis welche Höhe hat der Kommentator geschrieben? 72, glaube ich. 72. Das ist Maximum. Müsste nochmal nachgucken. Warte. 72, genau. Bis circa Ebene... Nee, unser Becken geht, Schwan. Ja. Squid spawnen nur ab Ebene 62 bis 46. Was nochmal?
62 bis 46. Heißt das nicht eher 46 bis 62? Ja, er schreibt halt bis hier runter. Also müssen wir noch 10 weiter runter quasi. Ja. Ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Ich muss es einfach, glaube ich. Moment, ich brauche dann 3 Stück. Was ist jetzt mit meinem Ding? Also es steigt nur die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kopf bekomme, oder? Je mehr ich das Ding aufwerte. Sicher richtig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Genau. Oh. Ich bin gerade nur am Überlegen, ich stehe gerade nur doof rum. Ja, gut. Irgendwie konnte man denn sagen, nimm den als Input und nicht dich sehr. Ach, ja, bringt weg, ist erklärt. Aber die spawnen auch dann nicht, weil wir nicht in der Nähe sind. Das wird schwierig. Keine Ahnung. Macht ja nichts. 3, 3, 4. Und wie tief das Becken ist, ist egal, oder was? Da hat er nichts dazu geschrieben. Ich habe Zertusquarz gefunden. Brauchen wir sowas? Naja, wir haben genug. Okay. Energetisch. Machen wir das ab hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal 6. 6 klingt gut. 6 klingt immer gut. Ich hab nichts gesagt. 2, also, 3. Mensch, die eine Aufwertung wollte ich doch noch machen. Und 6, perfekt. Muss ich so eine dynamische Legierung herstellen? Mir fällt gerade nicht so, wie ich das mache. Ich mach's jetzt einfach. Ich mach's einfach für jeden einzeln. Ach, ich kann hier wieder so nicht. Moment. So nicht benutzen. Okay. Heißt, ich brauche Gold, Ritz. 5 Inscriber. 1, 2, 3, 4, 5. Und Redstone. Einmal lass mir es noch durchrütteln. Ah, warum hab ich grad schon wieder. Bin ich FPS? Weiß ich nicht. Julia und ich wissen es nicht. So viel steht fest. Krasse Sache. Bro. Ach ja. Ich hab gerade nur 20 FPS, das gibt's doch nicht. Hallo. Hallo. Oh, das war doch jetzt, glaube ich, das da und das da, oder? Ja. Es funktioniert. War die 2 auch noch? Oh, zu viel Fahrschuh gefahren. Der ist schwindelig. Nee, aber meine Einrast-Taste hat sich gemeldet. Oh! Dafür 3. Das ist aber wieder ganz vier, witzig. Fünf. So. 3. Doch zu viel von den Dingern gemacht gehabt, verdammt. Wir sind jetzt 4 tief, das muss reichen. 20 Erfahrungspunkte brauche ich dafür. Hey, Kiste! Oh, Kiste! Wo ist das denn? Gehen die Erfahrungslevel aus. Achso, unser ganzer. Eigentlich ist das fast alles meine Erfahrung, ne? Ich will das mal festhalten. Ja. Kiste, brauch das Zeug, danke. Wir brauchen eine XP-Farm. Mhm.
Jetzt hätten wir nur noch das mit dem Ender Crystal, aber das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Warum nicht? Ja, weil man dafür schon wieder so eine Fiole von einem Endermann braucht und da muss ich zwei finden, das ist auch blöd. Aber die, doch einen normalen Endermann, oder? Ja, ja. Ja, ist also nicht so schlimm. Ich habe die letzten Folgen nach Endermännern gesucht. Das und das ich. Nicht wenig. Und, oh, ich sehe einen Enderman auf der Karte. Enderman! Enderman! Bleib da! Komm zu, Julia! Irgendwie klingt das falsch. Nein! Oh, ich habe ihn getötet. Man hat's gehört. Nee, warte mal. Aber ein Creeper ist explodiert. Jetzt das weiß hab, ich nicht, ob das, der wegen dem Creeper gehört. Oder ja. wegen mir. Weiß ich nicht, jedenfalls gab's keinen Kopf. Was ist doch nur den? Mist. Hm. Ja, ich schaue noch mal einmal kurz herum und dann, wenn keiner da ist, dann mache ich mit was anderem weiter. Weil da habe ich heute echt keine Lust drauf. Im Übrigen, zum Thema keine Lust. Ich glaube, ihr habt keine Lust zu überziehen. Deswegen ist diese Folge hier leider vorbei. Ich kann gerade nicht, ich bin unter Wasser. Moment. Ja, okay, jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.